I am the Jochen und das ist der Frühsport für Mittwoch, den 9. März 2022. Schönen guten Morgen. Wir können wieder gratulieren in Richtung Beijing, denn bei den Paralympics gab es wieder einen kompletten Medaillensatz am gestrigen Tag fürs deutsche Team. Gold im Biathlon, 10 Kilometer der visuell Beeinträchtigten, hat Leon Maria Walter das Ding gewonnen. Zweimal Bronze hatte sie schon und jetzt also Gold über die 10 Kilometer. Ganz herzlichen Glückwunsch den neuen Paralympiasiegerin. Sag mal Paralympiasiegerin? Nee, Paralympicsiegerin, glaube ich, sagt man. Und es gab Silber für Martin Fleig, ebenfalls im Biathlon. 10 Kilometer der Männer im Sitzen und bei den Frauen 10 Kilometer Sitzen hat Anja Wicker die Bronzemedaille gewonnen. Also tolle Sache das fürs deutsche Team am gestrigen Tage. Heute geht's weiter mit den paralympischen Wettkämpfen. Ich möchte kurz einen Hinweis noch sagen zum Para-Eishockey. Da ist die Vorrunde jetzt abgeschlossen. Da sind erwartungsgemäß USA und Kanada direkt ins Halbfinale eingezogen. Das russische Team wurde disqualifiziert. Ausgeschieden ist jetzt in der Vorrunde die Slowakei. Und damit haben wir zwei, die raus sind, nämlich das russische Team und die Slowakei. Und die anderen vier spielen jetzt in einer Art Viertelfinale darum, wer ins Halbfinale darf. Das sind die Paarungen Südkorea, Italien und China gegen Tschechien. Das wird also noch ausgetragen werden am heutigen Tag. Und dann wissen wir, wen die USA und Kanada herausfordern oder wer die USA und Kanada herausfordern wird im Halbfinale. Kurzer Blick aufs Curling-Turnier, aufs Paralympische. Da liegt Schweden vorne mit 5 Siegen aus 6 Spielen und dahinter eine ganze Latte Teams mit 4 Siegen. Das wird aber noch eine ganze Weile so weitergehen, das Geschehen dort. Wir gucken mal, was heute los ist bei den Paralympics. Da habe ich im Angebot, also wir wieder aufpassen, ne? Nacht von Dienstag auf Mittwoch, hatte ich ja gestern schon gesagt, gibt es die Freistil-Sprints im Langlauf der Männer und Frauen sowie Eishockey und Curling. Und jetzt sind wir bei der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Da gibt es den Riesenslalom der Männer Ski Alpin und zwar in allen Klassen. Dazu wieder Eishockey und Curling. Da machen wir dann den Sack zu, würde ich sagen. Gut, das also, wer das Lust hat zu gucken, 3 Uhr geht's los beim Riesenslalom aus Beijing. Wer da sagt, na, 3 Uhr habe ich was anderes zu tun, da schlafe ich lieber, der kann um 9 Uhr, wie immer von 9 bis 12, ausführliche Zusammenfassungen gucken. Die wechseln jetzt aber vom ZDF ins Erste rüber, also Sportschau live von 9 bis 12 jetzt mit diesen Highlights am heutigen Tage. Bleiben wir kurz beim Skisport, denn da gibt es heute auch noch ein ganz wichtiges Rennen im Ski Alpin, denn es startet der vorletzte Slalom dieser Weltcup-Saison. Einen gibt es noch beim Weltcup-Finale nächste Woche und der vorletzte jetzt in Flachau in Österreich. Der erste Lauf ist angesetzt für 17.45 Uhr und der zweite Lauf dann um 20.30 Uhr. Und das ist insofern auch ganz interessant, weil es da natürlich eine Möglichkeit zumindest noch gibt, für Linus Strasser vielleicht auf den Slalom-Weltcup zu schielen. Der liegt momentan auf Platz 3, Linus Strasser, hat vor sich die beiden Norwegen, Henrik Kristoffersen und Lukas Braten. Und ja, Strasser zuletzt ja echt in Form gewesen, den Slalom in Schladming hatte er gewonnen vor den Olympischen Spielen, dann ist er nochmal Dritter geworden in Garmisch-Partenkirchen. Jo, und jetzt könnte er in Flachau, wenn er einen raushaut, nochmal angreifen in der Slalomwertung. Das ist nicht mehr, ist nicht unmachbar, würde ich sagen. Wer Lust hat, reinzugucken, live gibt es das Ganze nicht im TV, öffentlich-rechtlich, sondern die Sportschau überträgt im Livestream und Eurosport 1 ist aber live dabei, vor Ort bei dieser Partie. Gut, schauen wir zum Fußball. Da gab es die Champions League gestern zum Auftakt ins Achtelfinale. Hat Bayern München kurz im Prozess gemacht mit Salzburg 7:1 gewonnen. Und dann brauchten wir auch keine Diskussion mehr über Auswärtstorregelung oder sonst was, sondern das war wirklich eine Demonstration, eine Vorführung schon fast. Salzburg damit raus und die Bayern stehen in der Viertelfinalrunde. Und im zweiten Spiel Liverpool gegen Inter Mailand. Ja, da habe ich sogar dann gedacht, so eine halbe Stunde vor Schluss vielleicht. Ja, könnte es noch spannend werden. 0:1 ist es ausgegangen. Inter Mailand hat das also gewonnen, aber das nutzt ihnen nichts, weil das Hinspiel ging ja schon 2:0 an Liverpool, die damit also ebenfalls ins Viertelfinale einziehen. Inter Mailand ist damit draußen. Heute geht es weiter mit den nächsten beiden Spielen um 21 Uhr und da gibt es zunächst mal das, ja, wo manche sagen, das ist vielleicht schon so ein vorweggenommenes mindestens Halbfinale. Real Madrid gegen PSG, Paris Saint-Germain. Ich zähle jetzt nicht die Spieler auf, die hier spielen, die dort spielen. Ihr kennt die Namen, ihr kennt die Stars. Wird auf jeden Fall, glaube ich, ein Kracher. Hinspiel ging in der Nachspielzeit 1:0 aus für Paris durch Mbappé. Der hat am Schluss noch, ich spreche den immer anders aus, gell? Mbappé. Ich glaube, ich einige mich jetzt mit mir selber auf Mbappé.
oder so. Sag ich morgen eh wieder anders wahrscheinlich. Der hat kurz vor Schluss das 1-0 gemacht für Paris, damit die also in Führung. Und das bringen sie mit nach Madrid, diese kleine Führung. Experte Anton, unser Champions League-Experte hier auf diesem sympathischen Kanal, der hatte vor dem Hinspiel gesagt, werden zwei knappe Spiele mit dem besseren Ende für Real. Und Mbappé wird sehen, dass er ab Sommer die richtige Wahl getroffen haben wird. Das bleibt natürlich abzuwarten, aber für dieses Spiel, also Paris muss das erstmal verteidigen, das 1-0. Wird auf jeden Fall eine ganz, ganz interessante Nummer. Das andere nicht, denn da steht es zwischen Manchester City und Sporting Lissabon schon 5-0 aus dem Hinspiel, das Rückspiel jetzt in Manchester. Und dann müsste Sporting schon mit 5 Toren Unterschied in Manchester gewinnen, um eine Verlängerung zu erzwingen. Anton hat damals schon vor dem Hinspiel gesagt, ganz klare Sache, City wird sich das nicht nehmen lassen und da, so sieht es auch aus. Also das können wir, glaube ich, guten Gewissens ausklingen. Beide Spiele auf The Zone. Aber mein Tipp wäre hier, das Einzelspiel zu gucken, weil ich glaube, das wird richtig spannend. Vermute ich mal. Habe ich aber auch gedacht, dass das Bayern gegen Salzburg noch spannend werden könnte. So, zur Einstimmung kann man aber auch schon ab 18:45 Europa League gucken. Jetzt müssen wir kurz umswitchen. Da sind noch keine Hinspiele gespielt, denn die Europa League steigt jetzt erst ein in ihr Achtelfinale und die hauen es ja wieder im Akkord weg. Diese Woche alle Hinspiele, nächste Woche alle Rückspiele. 18:45 Betis Sevilla gegen Eintracht Frankfurt. Das Ganze live auf RTL Plus. Und FC Porto gegen Olympique Lyon, das sind schon klangvolle Namen, aber auch die treffen sich im Achtelfinale der Europa League. Und das gibt es live zu sehen auf onefootball.com. Also Porto-Lyon und dann Betis gegen Frankfurt über RTL+. Hinspiele alles, da wird noch keine Entscheidung fallen, aber eine Vorentscheidung ist ja da zum Beispiel schon jeweils drinne. So, gucken wir weiter. Was haben wir noch Feines? Zum Beispiel Handball. Da hat die European League ihren Spielbetrieb jetzt beendet, was die Vorrunde anbetrifft. Die Füchse Berlin hatten noch ein Topspiel gegen Wisla Plock. Das ging am Schluss knapp verloren mit 29:30. Und das hat dann zur Folge, dass die Füchse Berlin eben nicht den Gruppensieg noch geschafft haben in ihrer Gruppe. Das hatte ich ja gestern schon angedeutet. Das war grundsätzlich noch drin. Aber dazu hätten sie gewinnen müssen. Hat nicht geklappt. Jetzt sind sie also Gruppenzweiter nach der Vorrunde. Die anderen deutschen Teams, Magdeburg hat gestern nochmal gewonnen, die hatten aber ihre Gruppe schon vorher gewonnen und Lemgo hat gestern nochmal gewonnen, die bleiben aber trotzdem damit Vierter und können sich nicht noch einen nach oben schieben. Alle drei Teams aber gehen in die Finalrunde und da werden wir sie natürlich dann wiedersehen. Ich sage Bescheid, wenn es da dann weitergeht. Genau, so, dann gehen wir weiter, wir gehen weiter jetzt und zwar zur nächsten Sportart und zwar nehmen wir mal Eishockey, da gab es gestern in der DEL ein Spiel, die Kölner Haie haben gewonnen gegen Krefeld mit 4:2, ja und dengeln damit die Krefelder wirklich auch inzwischen fest am Tabellenende so ein bisschen. Köln hat sich damit aber interessanterweise jetzt vorübergehend auf Platz 10 wieder geschoben und das ist dieser letzte Pre-Playoff-Platz, mit dem man ja doch noch theoretisch um die Meisterschaft mitspielen kann und auch Meister werden kann, also auch als Zehnter kannst du das dann durchziehen in den Playoffs, der Elfte ist raus. Aber der 10. könnte es packen und da stehen jetzt gerade die Kölner. Unnötig zu sagen, dass jetzt in dieser Tabelle es zum Beispiel zwischen Köln und den zwei Plätzen unter ihnen stehenden Augsburgern 10 absolvierte Spiele Unterschied sind. Das ist schon echt absurd. Aber es ist, wie es ist. Und heute geht es weiter und ich bin ein bisschen positiv überrascht. Stand jetzt sollen heute Abend tatsächlich 4 Spiele stattfinden. Das glaube ich erst, wenn es wirklich soweit ist. Erfahrungsgemäß werden jetzt im Laufe des Tages wieder 2 davon abgesagt, aber es wäre schön, weil diese Tabelle braucht dringend eine Begradigung. 10 Spiele Unterschied. Die einen haben 50 Spiele absolviert, die anderen 40 Spiele absolviert. Das ist doch irgendwie nichts. 4 Sachen sind angesetzt für heute. Mannheim gegen Ingolstadt, Augsburg gegen München, Düsseldorf gegen Fishtown und Schwenningen gegen Wolfsburg. Das heißt, wir haben also durchaus auch ein paar richtig klangvolle Namen von ganz oben mit drin. Und wer das gucken will, alles das gibt es live zu sehen auf Magenta Sport. Wie immer bei der DEL alle Spiele. Guckt rein und sucht euch das raus, was ihr gerne sehen möchtet. So, Basketball, würde ich sagen, ist die nächste Station. Da gab es gestern in der BBL 2 Spiele und da gibt es eines, was uns doch aufmerken lässt, denn der Krösus ist finanziell, glaube ich, ne? Aber der Primus, sagt man, glaube ich. Bayern München, der Tabellenführer, hat verloren und zwar in Bonn, bei den Telekom Baskets Bonn, im Topspiel. Was bedeutet, dass die Bonner jetzt bis auf 2 Punkte dran sind an den Bayern. 24 Spiele sind absolviert von 34, 10 Spieltage noch und sie haben jetzt einen Siegvorsprung, die Bayern. Das wird wieder interessant. Hätten es die Bayern gewonnen, hätte ich gesagt, jo, dann können wir langsam mit 3 Siegen Vorsprung, können wir langsam hier Richtung Saisonende gucken. Aber so ist da plötzlich wieder richtig der Laden am Kochen. Heute geht es weiter im das war BBL von gestern. So, heute geht es weiter mit Basketball, auch in der BBL. Wir haben Bayreuth gegen Gießen um 18:30 Uhr. Das geht es live auf Sport 1 im Free-TV. Und natürlich auch auf Magenta.
Und wir haben um 19 Uhr Frankfurt gegen Göttingen. Das gibt es nur live auf Magenta. Ist aber jetzt für oben rum in der Tabelle jetzt nicht der ganz große Bringer. Das muss man auch fairerweise sagen. Göttingen Siebter, naja, gut. Aber wie gesagt, ganz oben spielt sich diese Partie nicht ab. Wir schauen mal auf die europäischen Spiele, weil die spielen ja parallel auch. Da gab es gestern in der Eurocup eine Niederlage für Ulm bei Prometeas Patras. Ihr erinnert euch an meine großartige Anmoderation gestern, die wahrscheinlich auch nicht großartig fand. Aber es ist für Ulm nicht gut gelaufen, denn die haben durch diese Niederlage gegen den Tabellenletzten jetzt plötzlich wieder den Blick nach unten zu richten. Denn ich sag mal, wenn es ganz doof läuft und die hinten dran, da ist Bursaspor zum Beispiel hinten dran, die haben noch zwei Nachholspiele. Wenn sie die gewinnen, sind die vorbei an Ulm. Und dann ist es noch ein Sieg Vorsprung für die Ulmer vor dem Ausscheiden. Und es sind noch ein paar Spiele. Also das war gestern echt unnötig. Das hätte man gewinnen müssen, das Ding. Sie haben es verloren und sie haben es auch nicht irgendwie knapp verloren, sondern es war schon im Grunde eine klare Geschichte hier mit 11 Punkten Unterschied. Das tut weh. Also müssen wir mal sehen, was aus den Ulmern wird. Wir gucken mal, was heute passiert. Da haben wir folgende Wettbewerbe im Basketball. Wir haben um 20:30 Uhr den Eurocup mit den Hamburg Towers. Die stehen momentan, zum Beispiel, wir gucken, ob ich die richtige Tabelle raussuche. Die Hamburg Towers, die stehen momentan auch, ja, die stehen ganz gut da, aber doch, nee, ja. Siebter sind sie in der Zehnergruppe, aus der 8 weiterkommen. Und sie haben 4 Siege Vorsprung auf den 9. Ja, gut. Spielen heute bei Levallois Métropolitain, den Tabellendritten, und werden das vermutlich verlieren. Aber gut, stehen gut da, das halten wir fest. Champions League wird interessanter, denn da steht Ludwigsburg im Spiel in Dijon auf dem Platz. Achso, 2030 ist Hamburg-Spiel auf Magenta natürlich. Klar. Eurocup, aber so klar ist das nicht. Eurocup auf jeden Fall auf Magenta. Und dann Champions League, das gibt es natürlich wieder auf YouTube zu sehen. Und zwar im Kanal, dass ich jetzt den richtigen Kanal rauspick, im Kanal Basketball Champions League. Da gibt es die Paarung zu sehen. Und worum geht es hier in dieser Partie? Ludwigsburg zu Gast in Dijon. Wir gucken mal kurz auch hier auf die Tabelle. Das sind Vierergruppen und die Ludwigsburger sind Dritter momentan. Zwei kommen weiter. Also da müssen sie noch fürs Viertelfinale ein bisschen was tun. Zum Beispiel jetzt in Dijon gewinnen. Dann wären sie zumindest schon mal an Dijon vorbeigezogen. Das wäre jetzt hier die Aufgabe. 20:30 Uhr auf YouTube. Wer Lust hat, gucke rein. Und ebenfalls auf YouTube in einem anderen Kanal aber, und zwar auf dem Kanal FIBA. Das ist der FIBA, der Basketballkanal. Da gibt es dann das Spiel aus dem FIBA Europe Cup und da spielt Crailsheim gegen den niederländischen Club aus Leiden. Und das ist tatsächlich jetzt K.O.-Runde. Die sind im Viertelfinale angelangt in diesem Europe Cup. Und die Crailsheimer als einziger deutscher Vertreter dort noch hat jetzt diese zwei Duelle mit Leiden. Das wird im Hin- und Rückspiel ausgetragen. Hinspiel also heute, Rückspiel dann nächste Woche. Daumen drücken und wer Lust hat, ab 19 Uhr da bitte YouTube gucken. An dieser Stelle. Falls ihr Basketball gucken wollt, natürlich klar. Sonst macht es nicht so viel Sinn, YouTube zu gucken. Also, es sei denn, ihr wollt ein paar alte Frühsportfolgen gucken zum Beispiel. Seid natürlich auch herzlich willkommen. Dann habe ich noch im Angebot einen Blick aufs Rad. Und zwar gab es da gestern bei Paris-Nizza die dritte Etappe. Die ging an Mats Pedersen aus Dänemark. Wout van Aert ist Dritter geworden. Das heißt, sein dritter Podestplatz in der dritten Etappe. Aber halt für den Sieg hat es immer noch nicht gereicht. Das ist immer so was, was ich so ein bisschen tragisch finde jetzt momentan. Das wäre ihm doch irgendwie zu gönnen. Ne? In der Gesamtwertung ist er jetzt weiterhin Zweiter. Eingerahmt von seinen Teamkollegen. Das muss man auch bedenken, dass die Top 3 sind alle von Jumbo-Visma. Laporte führt weiterhin vor Van Aert. Jetzt noch eine Sekunde Vorsprung. Und Roglic ist Dritter. Verrückt. Tirreno Adriatico, da hat sich Folgendes getan. Eigentlich nämlich nichts. In der Etappe gestern ging der Sieg an den Belgier Tim Merlier und in der Gesamtwertung der Rundfahrt führt weiterhin Filippo Ganna vor Raymond Evenepoel und Tadej Remco heißt er. Remco Evenepoel und Tadej Pogacar. Das sind die Top 3, die es auch schon vorher waren. Da hat sich nichts getan. So. Sind wir durch, oder? Ich gucke nochmal kurz drauf. Ja, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Tennis läuft noch, in Indian Wells laufen die Qualifikationen weiter. Das kann ich schon mal ganz kurz sagen. Philipp Kohlschreiber steht kurz vorm Aus jetzt gerade. Mats Morang hat gewonnen gegen Yannick Maaden. Aber nee, die haben gar nicht gespielt, weil Maaden nicht angetreten ist. Der also auch eine Runde weiter. Was hat Julie Niemeyer gemacht? Hat die schon gespielt? Nee. Petkovic spielt noch. Also, ja, aber das ist noch nicht so richtig angelaufen, das Turnier. Das glaube ich, das lohnt sich ab morgen nochmal drauf zu gucken. Da wird es dann auch richtig übertragen bei Sky.
Gut. Nö, also sonst habe ich jetzt hier nichts mehr, was mir noch ins Auge springt. Aber ich glaube, das reicht dann auch. Jo, fertig. Das war's. Viel Spaß beim Sport gucken heute. Es war ein bisschen, es ist am Schluss fast ein bisschen unrund, finde ich. Aber gut, was willst du machen? Morgen wieder. Viel Spaß beim Fußball gucken. Nicht vergessen, 18:45 schon Europa League mit Eintracht Frankfurt. Und dann ab 21 Uhr das große Spiel Real PSG. Hoffentlich wird es auch ein großes Spiel, sonst verbreche ich hier das Blau auf dem Himmel runter, was ich ja nicht halten kann. Viel Spaß bei dem oder wenn ihr lieber Basketball gucken wollt oder Eishockey, ihr wisst Bescheid, wo ihr es findet. Und mich findet ihr morgen wieder an dieser Stelle hier. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei wärt. Bis dann. Ciao.